dem Team unter ihrem tosenden Beifall. Sebastian 23! Wo ist der Platz? Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Geht's euch gut? Hier vorne in der ersten Reihe eine Person, hinten nochmal zwei. 3 von 1000, das ist guter Schnitt, damit kann ich arbeiten. Ich bin, das muss ich jetzt an dieser Stelle zu meiner Textauswahl dazu sagen, beim letzten Mal, als wir aufeinander getroffen sind hier in Hamburg, beim Städtebattle angetreten mit einem Text, den ich über meine Heimatstadt Bochum geschrieben habe. Ja, ungefähr so viel Applaus gab es danach auch. Und ich dachte, gut, Texte über das Ruhrgebiet kommen anscheinend nicht so top rüber. Ich habe einen weiteren Text über das Ruhrgebiet geschrieben, mit dem ich es einfach nochmal versuchen will. Ich bin etwas stumpf. Man muss auch dazu sagen, zu dieser Stumpfheit, dass es so ist, dass ich erst kürzlich gelernt habe, dass Bochum auf Türkisch etwas heißt. Es sind nicht viele Türken heute hier, denn die lachen üblicherweise an dieser Stelle. Es ist so, Bock heißt auf Türkisch Scheiße. Das will hier anscheinend niemand wissen. Es ist aber, nee, ich bringe Informationen mit. Bock heißt Scheiße und Bochum oder in vielen Regionen auch Bochum ausgesprochen heißt meine Scheiße. Ich habe 10 Jahre da gelebt, bevor ich herausgefunden habe, dass ich in meiner Scheiße lebe. Aber so schlimm ist es nicht. Und darum möchte ich jetzt einen Text vortragen aus meiner Reihe Bochums Sehenswürdigkeiten. Teil 0. Bochum Hauptbahnhof. Wenn Sie einmal richtig gut gelaunt sind, so vollendet, veredelt und mit sich und dem Universum in reinen, erfüllt von goldgelockten Zukunftsträumen, der Fachmann spricht von Goldie Lucky Future Dreams. Also Sie sind so richtig glücklich, kurz vor einem happy-leptischen Anfall, und Sie denken dann, das ist mir too much. Dreh doch mal den Swag ab. Ich muss runterkommen. Dann empfehle ich als stimmungssenkende Maßnahme einen Spaziergang am Bochumer Hauptbahnhof. Hier wird man prachtvoll desillusioniert. Von 100 auf 0 in 0 Sekunden. Hier ist der Mensch noch Mensch, hier kotzt man im Strahl. Hier ist Hurensohn keine Beleidigung, sondern eine Begrüßung. Hier ist Grau keine Farbe, sondern ein Lebensgefühl. Wenn Weltschmerz eine Theorie ist, ist der Bochumer Hauptbahnhof die Praxis. Teile unseres Bahnhofes sind so schmutzig, dass die Ratten Handschuhe tragen. Am Bochumer Hauptbahnhof hat Pharrell Williams übrigens den Nachfolgetrack zu der Erfolgssingle, die Sandra gerade erwähnt hat, zu Happy geschrieben, den weniger bekannten Track Ach je, ich will nach Hause. Natürlich liegt das alles weniger an der Architektur, sondern am Personal. Ich unterscheide ja seit jeher beim Bewohner des Bochumer Hauptbahnhofs zwischen 3 Dienstgraden. Fachmann, Spezialist und Experte. Der Reihe nach. Der Fachmann ist jemand, dem man auf den ersten Blick anmerkt, dass man ihm glaubhaft vermitteln kann, Wasser sei die Steigerung von was. Ja klar, was, Wasser am wassesten. So wie für, Führer, Fürst. Fachmänner enden ihre Sätze gerne mit rückwirkendem Infragestellen, indem sie nachher sagen, ne? Beispielsatz. Nur weil sie einen Nasenring trägt, darfst du sie noch lange nicht vor der Kneipe anbinden. Ne? Zweitens, der Spezialist. Der ist noch eine Stufe härter. Man erkennt Spezialisten im Bochumer Hauptbahnhof daran, dass sie nicht verstehen, wie eine Rolltreppe funktioniert, geschweige denn ein Käsebrötchen. Spezialisten haben auch eine spezielle Aussprache. Sie sagen das Wort Action so buchstabiert, E-K-S-C-H-N. Action! Action!
Ich mag das sehr gerne. Oft werde ich nachts wach und rufe das Action! Wir springen bei uns zu Hause in die Küche. Action! Ich kann das empfehlen, auch privat einzusetzen. Vielleicht eine Verkehrskontrolle. Haben Sie was getrunken? Action! Und dann Gas geben. Spaß. Spezialisten sagen auch nach ihren Sätzen, ne? Nur nicht mit ne, sondern wa, ne? Beispielsatz, Pommes! Wa? Ein Zitat. Spezialisten sind ja schon was, Experten sind noch Wasser. Man erkennt Experten an der Kleidung. Sie tragen dunkelorange Hosen mit noch dunkelorangeren Pullovern mit der Aufschrift, Delfine sind schwule Haie. Dazu Tigerentenschuhe mit Glöckchen vorne dran. In ihren Haaren steckt eine alte Zahnbürste oder ein toter Guppi namens Jupp. Er nennt ihn zärtlich Juppi. Experten sagen nie ne oder wa. Experten unterhalten sich ausschließlich in Zitaten des Offenbacher Ausnahmelyrikers Haftbefehl. Beispielsatz. Mir doch Schwanz, was du Schwanz so komponierst. Ich komm von hier, du kommst von da. Fick deine Ma. Hast du kapiert? Nun gut, das unterscheidet jetzt den Experten nicht groß von allen anderen Menschen. Wenn man heutzutage das Internet anmacht, ist ja scheinbar jeder Zweite ein Battle-Rapper. Überall, guckt euch um. Ihr könnt in der Fußgängerzone wahllos Leute ansprechen. Jo, du Opfer. Ich zerficke deine Crew. Ich bums dich am Mike. Du Loch. Man wird euch verstehen. Das funktioniert. So habe ich meine Frau kennengelernt. Jetzt wohnen wir gemeinsam mit unserem Sohn Goldie Locky Future Dreams am Bochumer Hauptbahnhof. Besucht uns mal. Ne? Dankeschön.